erinnern an einen Post, den du gemacht hast, wo du geschrieben hast, hey, kurzes Feedback, ich war jetzt lange weg, aber ich habe einen neuen Kunden gewonnen und ich war jetzt 2,5 Wochen auf Fuerteventura als DJ unterwegs Ja. und dass sich das für dich da so ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview gemeinsam mit Nathan Krug. Der liebe Nathan sitzt in Hallo. Würzburg und ist Teilnehmer bei uns in der Social Media Agentur Academy. Der gute Nathan ist vor, ich weiß gar nicht, Nathan, wie lange ist es her? 9 bis 12 Monate, sowas um den Dreh Ja, jetzt. ein Jahr ist es jetzt. Letztes Jahr im November habe ich bei euch angefangen. Also ziemlich genau ein Jahr tatsächlich. Ja. Letztes Jahr im November ist der Nathan dazugekommen. Der Nathan ist mir sofort schon positiv aufgefallen, weil er hellauf begeistert, ja, schon fortgeschrittenere Fragen gestellt hat. Und heute in diesem Video wollen wir einmal Revue passieren lassen, was sich bei Nathan im Leben verändert hat, ein Jahr nachdem er mit uns gestartet ist. Ja, ich möchte da gar nichts vorwegnehmen, weil der Nathan einen spannenden Weg geht, viele coole Sachen macht. Deshalb, Nathan, an der Stelle, stell dich doch einmal kurz vor und gib uns mal so einen kleinen Einblick. Was hast du gemacht, bevor du vor einem Jahr bei uns gestartet bist? Ja, also, man wisst ja schon, ich bin 24 Jahre jetzt mittlerweile alt und gut, wo soll ich anfangen? Also, ich sag mal, ich habe ganz normales oder ganz gewöhnliches Leben geführt, habe hier in Würzburg mein Abi damals gemacht und ey, mich damals schon gefragt, ey, was machst du denn jetzt so mit deiner Zeit, wo du fertig bist? Und dann habe ich mich tatsächlich erstmal entschieden, ein Studium zu machen, weil ich einfach irgendwie ja, gut in der Schule war, gut in Naturwissenschaften war. Deswegen habe ich erstmal Materialwissenschaften studiert, habe das auch fertig gemacht hier in Würzburg, Bachelor gemacht. Aber irgendwie, ich habe dann gearbeitet in so einem Institut hier im Fraunhofer-Institut in Würzburg. Und das hat mir halt, also ich da jetzt überlege, so, ich habe mich halt immer gefragt, wo ich langfristig dann da stehen werde. Und wenn ich mich dann langfristig immer noch in so einem Labor irgendwie zwischen PC und irgendwelchen Reagenzgläsern gesehen hätte, dann, also das war einfach eine extrem traurige Vorstellung. Deswegen habe ich dann nochmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen und bin erstmal abgehauen nach Asien, 3 Monate, habe mich das ein bisschen selbst gefunden und habe dann mich im Endeffekt entschlossen, meine Ausbildung als Eventmanager zu machen vorher. Genau, und das war dann auch die Zeit eben, wo ich bei euch angefangen habe. Die Ausbildung ist mittlerweile auch schon fertig heutzutage. Also jetzt bin ich komplett selbstständig seit Juni. Ich bin nämlich auch noch als DJ unterwegs, schon seitdem ich 18 bin, im öffentlichen Raum, also im Club angefangen, auch immer noch im Club, sind ein paar Open Airs dazu gekommen und mein Haupt-DJ-Business ist allerdings, oder sind die Hochzeiten. Also da habe ich mich total ja, reingefuchst, mich total in das Business verliebt tatsächlich auch. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal Hochzeits-DJ werde. Aber ich finde da einfach enorm Spaß dran. Und als Hochzeits-DJ ist es natürlich auch sehr wichtig, sich vermarkten zu können. Und deswegen hatte ich da schon so ein bisschen Vorerfahrungen, was Ads und vor allem Google, SEO und Facebook und auch Webdesign anbelangt. Zudem habe ich auch mal Veranstaltungen auf dem Boot organisiert, in einem Club hier in Würzburg. Und da habe ich auch, das war noch ganz am Anfang irgendwie, wo man Veranstaltungen bewerben konnte. Und da war das noch total geil. Hast einfach das Ding hochgeladen in den Werbeanzeigenmanager und dann hast du da irgendwie für 2 € für eine Zusage gezahlt. Und das war so ein No-Brainer irgendwie. Genau, und da hatte ich eben auch schon Berührungspunkte mit Online-Marketing, konkret auf Facebook. Instagram gab es damals, glaube ich, noch gar nicht wirklich. Und ja, dementsprechend habe ich mich da dann mal geschaut, ey, das ist doch eigentlich was Geiles, so, das braucht doch eigentlich jedes Unternehmen auch. Und so bin ich dann unter anderem auf euch gestoßen. Und ja, nachdem der Daniel Breikschatz so ein geisteskranker Kunde ist, hat er es dann auch tatsächlich geschafft, dass ja, ich jetzt hier bin oder vor einem Jahr beitreten durfte. Ja. Geschafft hätte er es ja nicht, wenn du es nicht irgendwo wollen würdest. Ja, das Deshalb gleich die Frage dazu: Warum hast du dich dazu entschieden zu sagen, du möchtest Teilnehmer der Social Media Agentur Academy werden? Warum? Naja, gut, ich habe euch schon länger davor auf dem Schirm gehabt, war auch schon mal in irgendeinem Live-Seminar von dir, Nick. Ich kann dich auf jeden Fall schon vorher. Und ich dachte mir, ey, das sind geile Jungs, keine Ahnung, ihr seid ja so alt wie ich, sogar jünger als ich, der Erik, glaube ich sogar. Und ich fand es einfach krass, was ihr da macht. Und ich meine, gut, nee, dann probieren wir das doch mal, gehen wir zu denen. Und ihr habt mich halt voll motiviert, weil ich, das finde ich auch so krass. Nico und ich, wir haben uns auch letztes Mal unterhalten. Und ich finde es halt nice, dass ihr nicht nur so das Business unter einem Hut habt, sondern
dass auch das so viel weitergeht, was Liebe, Beziehungen, Partnerschaft und eigentlich Gewohnheiten, Routinen, dass ihr da, es ist ja nicht nur ein reines Online-Marketing-Coaching hier, das ist ja viel mehr als das. Und das hat mich im Endeffekt ja, dann dazu gebracht, dabei zu sein. Ja, sehr cool. Genau, auch zu sein. Du bist ja, ich kann mich noch erinnern, Nathan, du bist gestartet bei uns und als deine 8 Wochen Laufzeit sich bei uns so ein bisschen dem Ende geneigt haben, habe ich dich angerufen. Stimmt. Und dann haben wir so ein bisschen geredet miteinander und du warst zu dem Zeitpunkt ja mehr oder weniger mit dir selbst zufrieden. Ja, du hast verschiedene Sachen im Kopf gehabt. Kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen? Und im Endeffekt standest du dir selbst im Weg. Ja, weil ich habe dir dann gesagt, Junge, du hast so viel Potenzial, du kannst so viel machen, wirklich, da gibt es sch deutlich schlimmere Fälle als dich. Also dich würde ich nicht mal als schlimm bezeichnen, sondern als total optimal. Und du bist einfach faul und machst dir selber das Leben schwer. Vielleicht, und in dem Zeitpunkt, als wir das Telefonat geführt haben, habe ich dir dann gesagt, gib mir regelmäßig Updates und Reports. Bei WhatsApp schreib mir einfach, was du machst, wie du es machst, was da sich so tut. Und dann hast du das zaghaft angenommen und bist so langsam aus dem Quark gekommen, dass du angefangen hast, was zu verändern in deinem Leben, generell jetzt nicht nur auf die Ausbildung bezogen. Kannst du vielleicht mal selber nochmal kurz in den Moment reingehen? Ja, Dezember, es war eigentlich, ich glaube, es war ein, 2 Tage vor Weihnachten oder so, als wir telefoniert haben sogar, letztes Jahr. Ja, genau. Das Was müsste da so deine Situation war und dann gerne gleich direkt die Brücke zu dem Punkt, wo du, sag ich mal, angefangen hast, wirklich aktiv zu werden und dann Kunden zu akquirieren und natürlich auch deine anderen Geschäfte nach vorne zu bringen. Also ich muss sagen, ich erinnere mich nicht mehr so gut an die Zeit, aber was ich weiß, ist, dass es eine ziemlich ungewisse Zeit für mich war, weil ich hauptsächlich von meinen Einnahmen als DJ gelebt habe und ja, ich durfte ja nicht arbeiten quasi. Also ohne da jetzt irgendjemand die Schuld zu geben, sondern es war halt einfach nicht möglich, darüber Kohle zu verdienen. Deswegen war ich so ein bisschen so eine Zwickmühle. Also ich musste halt Gas geben und das war auch gut. Ich glaube, dass, ja, also das pusht mich halt einfach irgendwie, wenn da so eine Art Zwang noch dahinter steckt. Genau, und ja, das hat dann so angefangen, dass ich mich dann, also ich habe dann fest entschlossen, Akquise zu machen, habe dann hier, habe mir eine Liste gemacht, habe die ersten Läden angerufen und so und ja, war dann auch bei einem Restaurant, habe ich dann ein paar Ads geschalten, einen Vermögensberater. Ich glaube, das waren so die Hauptdinger. Aber ja, das war alles nicht so cool, beziehungsweise es war cool, es hat gepasst, aber es war jetzt nichts Langfristiges. Das war eher so ein One-Time-Job, sag ich mal. Und mit denen habe ich auch beiden jetzt überhaupt nichts mehr am Hut eigentlich. Bei einem Vermögensberater treffe ich mich noch ab und zu, aber der will mir eigentlich nur irgendwelche Sachen verkaufen die ganze Zeit. Und er will mich auch in seinem Team haben. Und er sagt, oh, na, das ist so viel Potenzial, wir könnten doch zur DVAG und so. Ja, genau. Nee, aber ja, Also dahingehend, ich war, ja. war eine ungewisse Zeit für dich. Genau. Genau, dann du hast gesagt, weiß nicht, was machen, was nicht. Ich habe gesagt, mach Akquise. Du hast Akquise gemacht. Du hast dir ein paar One-Time-Jobs reingeholt, Ja, wo du genau, mal das war dann deine noch nicht so. 500, 1000, 1500 Euro gekriegt hast, was ja auch super ist für einen Studenten, der in einer WG wohnt, der jetzt keine ewigen Fixkosten hat. Das stimmt. Und jetzt musst du das chronologisch gleich so ein bisschen in eine Reihe bringen, weil dann ging es ja los bei dir, dass mehr und mehr passiert ist. Insofern, dass du dann einen eigenen Online-Shop gestartet hast, der für eine kurze Zeit zumindest gut abgehoben Stimmt. ist. Ich habe jetzt ganz Dann vergessen. hast du ein paar neue Kunden gewonnen fürs Thema Online-Marketing, auch längerfristige Kunden hast du gewonnen bei dir. Und dann Genau. plötzlich ging es DJ-Business auch Ja. wieder voll ab. Also im Online-Marketing-Bereich war es witzigerweise so, dass ich durch meine Freundin, von einer Freundin erfahren habe, dass die eine Firma gründen will in dem Bereich, weil ihr Vater ziemlich viele Geschäftskunden hat und die eben alle ja, ziemlich oldschool unterwegs sind und da eigentlich Support bräuchten. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen. Ich habe dann auch gesagt, ey, guck mal hier, ich mache das, ich habe das ein Coaching gekauft und ich kenne mich da aus und alles. Und dann hat die gemeint, ey, voll geil, so, dann lass uns das zusammen machen. Das andere wäre so ein Studienkollege von der gewesen. Da hatte ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich dann so an der Stelle war. Aber war halt dann so. Und dann haben wir eine GmbH gegründet und haben da jetzt auch feste Kunden tatsächlich schon seit März. Oder März haben wir die gegründet. Ja, im April lief es dann so langsam an, genau.
ja, was den Online-Shop angeht, das läuft leider jetzt nicht mehr so, aber es war auf jeden Fall eine coole Experience. Wir hatten da im März einen Rekordumsatz, da waren wir sogar fünfstellig. Ich glaube, da hatten wir 15.000 Euro ungefähr mal gemacht. Im Endeffekt, all in all, war es dann so eine Nullnummer. Also, es hat jetzt, ja, es hat, ist jetzt nicht sehr viel hingeblieben. Also, reichen wir davon nicht. Und, aber die Erfahrung war natürlich Gold wert. Ich meine, sobald, gut, jetzt ist das alles ein bisschen schwieriger, was Dropshipping angeht und so. Also, wir haben da die Ware tatsächlich dann auch zu uns nach Hause bestellt, aber da gab es ein paar gesetzliche Änderungen. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt so easy wäre, aber jedenfalls, wenn es ein geiles Produkt gäbe, was ich jetzt verkaufen wollen würde, könnte ich das easy machen. Shopify Store, Ads, fertig, boom. So, also das war auf jeden Fall schon cool. Es war auch eine schöne Zeit, ey. Hat man sich so richtig wie so ein Startup-Mensch gefühlt. Immer schön die Dinger verpackt, grüßt und dann rausgehauen, zur Post gebracht und alles, ja. Was das Auflegen angeht, da habe ich einen Riesensprung gemacht. Und zwar lief das bei mir eher früher über Agenturen. Das ist allerdings so, dass du bei einer Agentur einen erheblichen Teil deiner Gage abdrücken musst. Das sind zum Beispiel auch 33% am Höchstsatz. Und das hat mich einfach genervt, weil die machen ja auch nichts anderes, als dir die Anfrage abzugreifen, weil sie sich gut vermarkten können und dann dich weiterzuleiten. Du hast im Endeffekt die ganze Arbeit und kriegst weniger Geld. So, und dann, ja, dahingehend habe ich eine Website gebaut und dann mich mit Google beschäftigt. Da hattest du, Nick, von, ich weiß gar nicht mehr, wer den Kurs gehalten hat, auf jeden Fall, du hattest dann einen Google-Kurs drin. Genau. Der war mega, also richtig krass. Und so habe ich dann die ersten Ads für mich als Hochzeits-DJ geschalten und hatte da, also das waren unter 10 € Cost per Action. Und ich meine, 10 € bei einer Anfrage, die du, wenn du es gut machst, vierstellig abschließen kannst, Hammer. Also genau, so habe ich mir dann den Sommer jetzt ein bisschen vollgelegt gehabt mit Hochzeiten, immer Wochenende. Also ich war eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Und ich glaube, im Juli habe ich sogar 7 Hochzeiten gespielt. Also Freitag, Samstag dann auch. Ja, und dem ein, also das war auch total nice. So, das hätte ich auch wahrscheinlich nicht ohne das Coaching geschafft, beziehungsweise ja, hätte gar nicht so weit gedacht, wahrscheinlich es einfach in die eigene Hand zu nehmen. Mittlerweile bin ich sogar an dem Punkt, dass ich sogar anderen DJs helfen will, sich einfach selbst zu vermarkten, dass sie von diesen Agenturen wegkommen. Und das ist jetzt eines der nächsten Projekte, was ich auf jeden Fall angehen werden will. Genau, so kann man das sagen. Ja, und da dabei, ich kann mich noch erinnern an den Post, den du gemacht hast, wo du geschrieben hast, hey, kurzes Feedback, ich war jetzt lange weg, aber ich habe einen neuen Kunden gewonnen und ich war jetzt 2,5 Wochen auf Fuerteventura als DJ unterwegs Ja. und dass sich das für dich da so ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Ja, genau, das waren sogar 4 Wochen tatsächlich, weil der DJ, der mich abgelöst hätte, der hatte dann Corona und da durfte ich nochmal 2 Wochen bleiben. Ja, und das war halt, ich habe schon immer davon geträumt, mir Auslandsaufenthalte, also ich reise sehr gerne, ich bin eigentlich voll der Traveler und davon habe ich schon immer geträumt, eben mit dem Auflegen in der Welt rumzukommen, beziehungsweise mir Auslandsaufenthalte damit zu ermöglichen. Ja, und das hat dann das erste Mal funktioniert und es war eine richtig coole Zeit. Es war mega schön. Ich meine, so in Deutschland war Lockdown, es hat geschneit und ich war halt im Meer auf Fuerteventura so. Das war halt einfach richtig krass so und halt auch keinen Cent gezahlt. Ich meine, auch nicht viel verdient, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es war einfach eine coole Zeit für mich und ich war jetzt letztens auch wieder in Andalusien. Und ja, das ist witzigerweise auch so dazu gekommen. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wenn man sich was wirklich fest wünscht und das in seinem Leben wirklich will, dass man automatisch danach Ausschau hält. Und so war es auch bei mir. Also im Endeffekt, wie ist es dazu gekommen? Ich habe zufällig auf Instagram bei einem Typen ein Bild gesehen, dem ich nicht mal gefolgt bin. Der Algorithmus hat mir das vorgeschlagen und habe gesehen, dass er auf Kreta in einem Club auflegt. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und habe gemeint, ey, wie geht es? Wie kommt man da hin? Und dann hat er mir im Endeffekt den Kontakt von einer Agentur weitergegeben. Und ja, dann ist es dazu gekommen. Und ja, die feiern mich da auf jeden Fall auch schon mittlerweile, weil da hauptsächlich immer ältere DJs am Start sind und die finden das voll cool, wenn man so ein Jungspund hier die Turntables schwingt. Ja. Ja, das ist auch echt mega. Sehr cool. Also ich fass einmal kurz zusammen, Ja, weil bitte. du, bei dem Agenturpart, um den es eigentlich geht, den hast du so ein bisschen so, ja, das läuft so, aber bist du ein bisschen drüber gegangen. Aber ich fasse mal kurz zusammen, weil da würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen reingehen. Also, Ja. es gestartet vor gut einem Jahr bei uns. Die ersten 2 Monate waren eben Corona-bedingt, private Geschichten und für dich so ein bisschen ungewiss. Du wusstest nicht, was ansteht, was nicht. Und dann hast du angefangen, deine ersten Deals reinzuholen, deine ersten Kunden abzuwickeln, dein erstes Geld damit zu verdienen, hast dann deinen eigenen Online-Shop gestartet, damit eben deine weiteren Erfahrungen gesammelt.
Dann im nächsten Schritt eine Firma gegründet mit einer Freundin zusammen, die noch besteht, eure Agentur, mit der ihr auch Kunden betreut. Da darfst du gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Und dann tatsächlich geschafft, zu sagen, warte mal, ich vermarkte mich jetzt einfach selbst als Hochzeits-DJ. Mhm. Hast da deinen Sommer mit voll gemacht, dann noch geile Kontakte kennengelernt, mit denen ja. ich jetzt auch noch an Hotels und Anlagen weltweit vermarkten, wo du dann nachher auflegst. Und du hast ja auch noch ein paar weitere Pläne, hast mir gezeigt, was für eine App ihr gerade arbeitet. Und hast dich natürlich auch persönlich extrem weiterentwickelt. Kannst du nochmal, auch wenn es vielleicht nicht so begeisternd ist, wie DJ zu sein für dich, ja. aus Agenturgeschäft eingehen, insofern. Was habt ihr da für Kunden, was macht ihr, was habt ihr für Ergebnisse erzielen können für die Kunden, was nimmt ihr für Summen dort, was sind die Ziele, Pläne dort weitergehend? Okay. Also fangen wir doch mal an. So, der erste Kunde von der Julia und mir mit der GmbH, das war die Schweizer Invest. Die haben Geschäftsmodell, da geht es im Endeffekt um Finanzierung. Das Ziel ist, die wollen Leads einsammeln von Geschäftsführern oder ja, kleinen selbstständigen Leuten, aber auch großen Unternehmen, einfach die irgendwas herzugeben haben und quasi ja. Liquidität brauchen. Ja, und ich war am Anfang ein bisschen kritisch, so, ob das wirklich so funktioniert und wie man die überhaupt targetiert und alles. Und das hat einfach geisteskrank funktioniert. Also das war Wahnsinn. Ich habe da jetzt bis vor kurzem, ich glaube so bis vor ein, zwei Wochen, am Stück eine Kampagne laufen gelassen, CBO, 30 Euro am Tag. Die hat, also das muss man nachschauen, aber ich glaube, das waren so 7 oder 8 Euro pro Lead. Hammer. Also, und die haben quasi dann einfach der Vertrieb von denen hat die einfach bekommen und eben abgearbeitet. Und die waren mega happy mit uns. Und es war im Endeffekt so krass, also weil das war überhaupt keine Arbeit mehr. Ich habe da fast gar nicht mehr reingeschaut, weil ich halt vom Vertrieb gehört habe, wenn die Leads zu wenig wurden oder schlecht waren oder also was nicht passiert ist, aber das hätten die mir gesagt. Und ich habe im Endeffekt einmal auf Fiverr am Anfang, nicht auf Fiverr, sondern auf Canva am Anfang 5 Grafiken erstellt, die gegeneinander getestet in verschiedenen Zielgruppen mit verschiedenen Texten und es war im Endeffekt die ganze Arbeit. Gut, und halt noch die ganze Vorspiel mit Angebot und so. Ne? Da nehmen wir 1.000 Euro monatlich für die Ad-Schaltung, sorry, und nochmal 255 sind es, glaube ich, für die Betreuung. Also das ist so der Monatspreis, genau. Ansonsten, ja, haben wir da jetzt, wir haben zum Beispiel einen, der sucht Investoren. Da bin ich aber gerade wegen am Kämpfen, weil da läuft es zum Beispiel nicht so gut im Moment. Da geht es im Endeffekt auch um Leads. Der hat krasse Projekte mit künstlicher Intelligenz. Und ja, da habe ich jetzt, glaube ich, auch schon, weiß nicht, 100 Euro oder was durchgeballert, aber da kam noch gar nichts bei rum. Zwar ein paar Klicks, aber irgendwie hat noch keiner das Formular ausgefüllt. Ich denke, im Investmentbereich ist da einfach ein bisschen mehr Trust nötig oder wie auch immer. Können wir uns in einem Live-Call anschauen? Können wir machen. Nach 100 Euro ist noch lange nichts, hat noch lange nichts gestartet. Ja, ja. Genau, aber ich wollte nur damit sagen, so manchmal läuft es halt Bombe, manchmal läuft es halt nicht so gut. Ich denke, gehört ja, dazu. Das ist halt so im Leben, ne? Ja, das Spannendere ist ja eher, dafür bist du ja ein gutes Beispiel, mhm. Wie viel Erfahrung, also wie viel neue Erfahrungen man sammelt und wie viel Neues man lernt, einfach dadurch, dass man dieses Geschäftsmodell verfolgt. Eben so viele Sachen, wie du jetzt auch schon ausprobiert hast und gemacht hast, wo man einfach also sich eine richtige Fähigkeit aufbaut. Es ist eine Fähigkeit, ja. Du löst ja voll die Probleme. Ja. So, ja. Fahr gern fort. Nee, ich meine einfach nur, das also für die Zukunft, ich meine, klar, so programmieren zum Beispiel wäre ja auch krass, wenn man das könnte, aber ich glaube, das ist halt mit viel mehr Aufwand verbunden, als zum Beispiel sowas zu lernen, einfach nur anzuwenden und Leuten dadurch weiterzuhelfen. Und ich meine, genau darum geht es ja im Leben. Also musst du ja Wert schaffen und wie schaffst du den größten Wert, indem du Probleme löst von Leuten oder am besten von Firmen oder vermögenden Leuten. Und ja, das kann man auf jeden Fall mit gerade hier Online Marketing, SMMA, wie sie umsetzen, denke ich. Weil es ist ja immer irgendwas gesucht und ja, Radio, Fernsehen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hat, denke ich, ausgedient, beziehungsweise Streuverlust viel zu krass. Ja, dann lieber sowas, ne? So ist es. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Du hast nur gemeint, eben den Kunden habt ihr noch. Weitere Kunden noch? Ich schaue gerade mal hier in den Business Manager rein, tatsächlich. Die Sonnenbauer, ja gut, ja, wir haben ja noch versucht, Immobilien zu verkaufen.
tatsächlich, also beziehungsweise Wohnungen. Da sind ein paar Leads rumgekommen, aber im Endeffekt hat es dann so geendet, dass da anderweitig Kontaktanfragen zustande gekommen sind, die das dann so verkauft haben, aber das sind auf jeden Fall auch Leads reingekommen. Also generell, man merkt schon, wir sind eher so in diesem Lead-Segment unterwegs, weil ich weiß nicht, das ist ja irgendwie cool. Eine andere Sache ist die, ich habe noch einen Kumpel, der hat auch eine Firma und da gab es Stress bei dem in der Firma und quasi er war eher so der, der die Buchhaltung gemacht hat und der andere, der vorher da war, hat Ads geschalten. So. Und dann war so das Problem so, okay, er hatte jetzt eine UG mit auch eine Online-Marketing, also eine Agentur eben, so und hatte halt überhaupt keine Ahnung von Ads. So und im Endeffekt bin ich da dann auch noch reingerutscht, beziehungsweise der kommt auch später tatsächlich vorbei, der Thomas. Mit dem mache ich auch noch gewisse Sachen. Da haben wir Kunden im Modebereich. Also die haben das ganz schlau gemacht. Die haben eine richtig, richtig geile Ad sich bauen lassen für ihre Seite. Fashion Ads heißt die Brand. Die App, vielleicht können wir die irgendwie mal verlinken. Die finde ich nämlich mega nice. Und da sammeln die quasi Leads drüber ein. Der Thomas ruft die an. Die sagen im Endeffekt, ey, ja, hier, so und so sieht's aus. Und das Schöne ist, dass man sich halt da auch im Endeffekt so ein bisschen die Sahnehäubchen rauspicken kann. Das ist halt das Problem im Fashion-Bereich, ist oft so, dass es alles so Startups sind und die halt noch nicht so groß die Kohle haben. Die haben jetzt irgendwie alles in ihre neue, in den neuen Drop da gebuttert, so. Und ja, gut, das Verkaufen haben sie halt gar nicht gedacht, so ungefähr. Aber das ist natürlich auch ein großer Punkt. Und ja, da hatten wir auch verschiedene Kunden. Einen aus der Schweiz, dann hatten wir jetzt noch einen größeren, Eyebau hießen die. Aktuell arbeiten wir noch mit Judgment zusammen, das ist ein Modelabel aus Würzburg. Die sind auch auf jeden Fall auch aus einer längerfristigen Zusammenarbeit orientiert. Da geht es auch gar nicht darum, um dieses Haut drauf E-Commerce-Game, ROAS von 5, sonst lohnt sich nicht, sondern eher so, er will einfach, dass seine Brand möglichst viele Leute sehen. Und da schalten wir tatsächlich auch überwiegend Traffic-Kampagnen oder Kampagnen auf Video-Views und arbeiten damit Retargeting, wenn wir mal was verkaufen wollen, aber hauptsächlich geht es dann wirklich darum, einfach gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Das ist das Coole. Weil viele, ja, viele haben da halt überhaupt keinen Spielraum und brauchen halt den und den ROAS. Das finde ich dann immer nicht so nice. Persönlich, ja. Genau, ja. Alles gut, du musst. Ich weiß du hast ja eine Menge erzählt, was du gerade so machst, was du nicht, treibst. Und dass du putzmunter bist, egal ob es gut läuft oder ob es mal nicht so gut läuft. Aber ja, all in das ist all, schon. wenn du jetzt mal so das Jahr für dich Revue passieren lässt, ne, alles, was in deinem Leben passiert ist, dafür bist ausschließlich du verantwortlich. Wir sind froh, dass wir als Katalysator dienen durften, dich dabei zu unterstützen, einen neuen Weg zu finden, Geld zu verdienen, einen neuen Weg zu finden, an Kontakte zu kommen, neue Perspektiven aufzumachen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Und da würde es mich jetzt gerne interessieren, wenn du jetzt so auf dein Jahr zurückguckst, was hat sich im Prinzip mit der Zusammenarbeit mit uns bei dir einfach wirklich signifikant verändert? Was ist so alles passiert? Hättest du gedacht, dass das so kommt? Hättest du es dir noch besser vorgestellt? Also erstmal, was sich am krassesten geändert hat, ist auf jeden Fall mein Mindset. Ich muss sagen, ich war früher viel zu perfektionistisch. Ich wollte immer alles irgendwie perfekt machen. Und es fällt mir jetzt auch bei so vielen Leuten auf, dass sie immer dieser scheiß Perfektionismus so, obwohl man irgendwie nichts ist, aber will halt trotzdem es irgendwie perfekt machen. Also das ist eigentlich nur krass so. Und ja, doch, das war irgendwie so das Hauptlearning, was mir jetzt in letzter Zeit bewusst wurde, dass das einfach so extrem wichtig ist, Hauptsache mal zu machen. Und wenn es nicht perfekt ist, gut, dann macht man es halt nochmal oder arbeitet dran. Das ist alles ein Weg und kein finaler Ding irgendwie, den man gut macht oder schlecht macht, sondern das, also das kann sich ja alles entwickeln. Ja, andererseits, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich finde es halt auch krass. Ich habe mir letztens von der Performance Mastery mal wieder Videos angeschaut oder beziehungsweise das eine kannte ich noch gar nicht. Da ging es um Routinen, da hat der Erik ziemlich lange über seine Morgen Routine und generell das mit dem Zeit-Tracken und so geredet. Richtig geil. Versuche ich gerade umzusetzen, steht hier auf meiner Liste. Kalt duschen mache ich zum Beispiel schon länger, aber die ganzen anderen Geheimnisse, die er da verrät, so, die versuche ich jetzt nach und nach zu integrieren, so wie du das dann auch gesagt hast. Nee. Und ja, das finde ich im Endeffekt das Coole, dass es hier nicht nur so ein, wie gesagt, kein reiner Online-Marketing-Kurs ist, sondern dass man sich einfach persönlich so unglaublich weiterentwickelt und allein schon mit Leuten wie euch so Kontakt zu haben, gibt einem schon so viel im Leben irgendwie. Also dafür bin ich schon unglaublich dankbar. Außerdem in der Gruppe sind ja auch nur coole Leute so.
mit denen kann man sich auf jeden Fall auch connecten, wenn man da Bock drauf hat und einen Partner sucht oder was, mit dem man das zusammen machen will. Und ja, das ist cool. Ne? Ich habe es mir tatsächlich nicht so umfangreich vorgestellt und beziehungsweise es gibt halt Sachen, an die denkt man in erster Linie gar nicht, wenn man jetzt überlegt, sowas zu kaufen zum Beispiel. So die Kaufentscheidung war hauptsächlich, ja, sind die Kurse geil, lerne ich da wirklich was? So, und gar nicht jetzt so dieses Ganze, was es im Endeffekt ist. Ja, spannend. Danke dir fürs Feedback. Was steht für dich jetzt im nächsten Jahr an? Also was hast du vor jetzt? Wo möchtest du in einem Jahr von jetzt stehen? Was hast du so vor? Was sind so die paar Dinge? Also auf jeden Fall, weil ich merke einfach so dieses DJ-Ding, das ist einfach mein Herzblut. Dafür lebe ich. Das macht mir momentan am meisten Spaß. Und deswegen gebe ich da gerade Vollgas. Schon mit der Ads, leg mir den Sommer mit Hochzeiten voll, muss da jetzt auch ein bisschen noch was ändern, was das Preismodell angeht und so. Ansonsten habe ich auch wieder 2 Auslandsaufenthalte geplant und veranstalte jetzt auch wieder Veranstaltungen. Also jetzt nächste Woche Freitag ist wieder einen Rave, den ich veranstalte hier in Würzburg in einem Club. Und ja, einfach da in der Hinsicht Gas zu geben, mich zu verbessern, eventuell auch das so ein bisschen in die Mentoring-Schiene zu gehen, beziehungsweise Leuten eben weiterzuhelfen, sich auch als DJ vermarkten zu können, weil das ist einfach, also das ist ein riesen Problem von DJs, beziehungsweise generell von Künstlern, plötzlich mit Leuten zusammengesetzt sind, die malen, also die quasi malen Bilder und das ist ja auch so ein Riesending bei den ganzen Künstlern, so kein Künstler hat ja irgendeine Ahnung, wie er sich eine Website baut oder wie er, geschweige denn, wie er sein Bild überhaupt an einem anbekommt, so das sind ja alles Genies, aber halt nicht in der realen Welt, sondern halt in ihrem Segment, so. Und ja, also die Richtung ist auf jeden Fall am Start. Ansonsten habe ich mich auch wieder voll ins Webseitenbauen verliebt, weil ich gerade für meinen Dad auch wieder eine Website fertiggestellt habe. Gestern auch wieder eine Website geclosed, für den Tausender ungefähr. Glückwunsch. Es macht mir halt voll Spaß, irgendwie so am Computer zu sitzen, so ein bisschen dieses Kreative. Tatsächlich macht es mir auch mehr Spaß, habe ich jetzt gemerkt, als irgendwie so Ads zu schalten. Also vielleicht bin ich auch mehr wieder im Bereich Webdesign am Start. Was einfach schön ist, genau, und ja. Ist ja der optimale Einstieg, Webseite verkaufen und danach Ads hinterher. Eben, das ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus, genau, und was ich jetzt auch machen will, ist mich in Sachen SEO noch weiter zu bilden, weil SEO wird irgendwie immer wichtiger und ich will eigentlich so ein richtiger, nicht eigentlich, uneigentlich auch, einfach ein Experte in dem Bereich SEO sein. Ich finde es enorm wichtig und das Geile ist halt, wenn man dann wirklich mal das Gesamtpaket anbieten kann. So, jemand kommt zu mir ohne Website, ohne gar nichts. Und, weil was bringt dir die geilste Website, wenn du keine Ads schaltest? Oder was bringen die Ads, wenn die Website scheiße ist und nicht konvertiert? So, das ist ja alles so ein, das muss ja alles im Gleichgewicht sein halt. Und ja, dahingehend versuche ich mich oder werde ich mich auf jeden Fall noch weiterbilden, um das einfach ganz zu machen. Ja, wenn es die Agentur hergibt, sind wir auch. Ich habe hier jetzt auch so ein kleines Büro in meiner Wohnung. Ah, cool. Also auf jeden Fall auch noch Platz, vielleicht mal irgendwie jemanden noch einzustellen oder was. Bei der nächsten Akquisewelle, wenn das größer wird, dann klar. Sehr cool. Ja. Ansonsten Leben genießen, das Beste draus machen, mehr lesen, geile Routinen entwickeln und einfach mit einer positiven Laune durch den Tag gehen. Sehr bescheiden, der Nathan. Sehr bescheiden. Ja. Cool, freut mich. Nathan, ich habe keine weiteren Fragen. Ich überlasse dir gerne das Schlusswort. Möchtest du den Zuschauern noch was mitgeben? Ja, wer sind denn eigentlich die Zuschauer? Sind das eher Leute, die noch vor dem Kauf stehen oder die schon das Coaching quasi, die schon dabei sind? Beides, denke ich. Beides. Okay, ja, also ich denke, ihr macht damit nichts falsch. So, ich bin auch ein sehr kritischer Mensch, aber ich denke, man sieht es. Also das schadet auf jeden Fall nicht hier, sich mit Nick, mit Erik und Co. Auseinanderzusetzen. Von denen zu lernen, einfach die Umsicht zu haben auch. Mich hat das extrem motiviert. Das war eine schöne Zeit, sehr ungewisse Zeit, aber eine schöne Zeit. Jetzt über Corona mit dem ganzen Homeoffice-Zeug und so. Und auch die Live-Calls, also gerade wenn man davon nicht so die Ahnung hat, das ist krass, dass man hier für einen Support bekommt, dass ihr auch immer in der Facebook-Gruppe am Start seid. Und ich meine, ihr habt ja auch selber die Agentur. Ich finde es auch echt hart, dass ihr das alles so unter eine Ding kriegt, unter einen Hut. Gehört auch, denke ich, viel dazu. Und wie gesagt, man kann hier nicht nur Online-Marketing lernen, sondern man lernt im Endeffekt fürs ganze Leben. Ja, that's it. Vielen Dank, Nathan. Und an der Stelle vielen Dank an jeden, der zugeschaut hat. Bis dann. Jo, ciao. Danke euch. Ciao.